Guten Morgen, ihr Lieben. Ich hoffe, ihr habt gut geschlafen. Na, sag mal, sitzt mein Oberteil hier. Wir starten in eure Botschaft. Die kann zeitlos sein, dich betreffen. Andersrum, doch nicht andersrum. Und dir weiterhelfen für Prozesse. Gegen 8 kommt ja dann doch nochmal so ein schwierigeres Video für heute. Aber das ist jetzt nur für dich alleine, für deine positive Energie gedacht. Vielleicht ein bisschen nachdenken oder dich verleiten lassen von der Legung, klar. Aber auch leiten lassen. So, was haben wir hier? Ein lichtvoller Engel wacht an dunklen Pforten über dich. Und da das ja so passend ist, habe ich hier auch die Engel wieder im Stapel drin. Dann gucken wir mal, welcher Engel auf dich heute aufpasst. Wenn du das Video anklickst, dann ist es auch für dich bestimmt, ja? Es fiel dir dann sozusagen zu, dein positiver Zufall, welche süße Engelbotschaft oder welcher Engel wartet hier auf dich? Der wollte auch wieder rein. Oh, das ist schön. Mit G. Bitte einmal raten. Gelassenheit. Der Engel der Gelassenheit. Ich würde sagen, wir reden noch mal kurz eine Runde über den Engel der Gelassenheit. Den hatten wir, glaube ich, nicht so oft, so dass ihr jetzt unbedingt den ganzen Text im Kopf habt. Aber ich denke, ihr versteht schon, worum es geht. Glaube und sei gelassen, sagte dieser Licht. Ich bin auch noch nicht wach, entschuldigt. Glaube und sei gelassen, sagte dieses Lichtwesen, das in betörendem Licht strahlt. Aus Gelassenheit erwachsen Freude und Friede. Wenn du dich entspannst und die Dinge deines Lebens mit Gelassenheit angehst, füllt sich dein Leben mit Friede und Freude. Gibt es Dinge, die dich in Rage gebracht haben und du warst außer dir? In welchen Lebenssituationen bist du angespannt? Der Engel der Gelassenheit bringt dir heute sein Licht, um dich dabei zu unterstützen, in deinem Leben mehr aus deiner Mitte heraus zu handeln. Wenn du Dinge gelassen angehst, hast du mehr Kraft. Ruhe in dir, dann reagierst du besonnen. Die Lösungen, die sich dann zeigen, bereichern dein Leben. Wenn du in einer Situation außer dir gerätst, siehst du häufig die Möglichkeiten eines positiven Weges nicht mehr. So bittet dich das Lichtwesen heute, rufe mich, lasse mich dein Leben mit Gelassenheit auffüllen. Der Himmel bringt dir Lösung, alles ist gut. Das ist schön, das nehmen wir mal so hin. Wir gehen rein. Reinste Engelbotschaft hier heute. Und dann nehmen wir auch gleich noch kurz Tepperwein. Oh, eine Romanze. Ich denke auch, du solltest es hier ruhiger angehen lassen, ja? In dich kehren, in dich ruhen. Es kann romantisch werden, selbst für dich auch. Wenn du alleine sein solltest, dann genieße die Alleinsein. Dann genieße das Alleinsein, so rum. Mach dir eine Kerze an, fahr wieder runter in solchen Momenten, ja? Komm nicht auf den Gedanken, auch das wäre schön, mit jemandem jetzt gerade zu sitzen, ja, wäre es, aber gönne dir einfach auch mal so ein romantisches Feeling, ja, schöne Lichter, Düfte mit ätherischen Ölen oder, wie gesagt, die Kerzen mit einem schönen Essen, einfach nur, dass du dich mal wieder entspannen kannst und wohlfühlst. So, man muss am anderen nichts verändern, wenn man Toleranz lebt. Jeder möchte er selbst sein. So richtig wohl fühlt man sich in einer Beziehung, wenn man angenommen und akzeptiert wird, wie man ist. Das größte Geschenk, das du deinem Partner machen kannst, ist, ihn bedingungslos anzunehmen. Wünschst du dir das nicht auch? Ich denke schon, ne? Aber irgendwie sind ja dann die Prozesse immer völlig daneben gelaufen anscheinend. Aber solange du diesen jemanden nicht an der Seite hast, lass ihn doch ziehen. Flieg doch eine Runde. Mal gucken, wo du landest. Werde still und du wirst sehen, das, was bleibt, ist ein Impuls, der dich durch dein Leben trägt, dich inspiriert und dir ganz viele Ideen schenkt.
Intuitives Erfassen ist eine Gabe, ein Geschenk. Wann willst du damit beginnen, es auszupacken? Och, wie schön. Wann fängst du an? Vielleicht, wenn du es dir mal wieder gemütlich machst. Vielleicht bist du auch ein Mensch, der macht das jeden Abend so. Also ich kann von mir behaupten, ich mache das wirklich jeden Abend. Auch wenn ich alleine bin, das ist meine Me-Time sozusagen, ja. Das ist das, was ich brauche. Entweder eine Kerze, meinen Luftdiffuser oder etwas, was mich entspannt, ja. Und wenn ich einfach nur für mich alleine den komischsten Rotz gucke auf YouTube, wo ich lache, wo ich mir irgendwelche Sachen angucke, die mich nicht belasten, irgendwelche Vlogs oder Unboxings, sonst würde ich ja selbst nicht so einen Kanal haben. Ich liebe das, ja. Ich liebe das wirklich und das fährt mich einfach runter und ja, macht oder und Buch, ja, Bücher. Ich lese zurzeit auch so, ich lese noch kein Buch gerade, ich habe genug Bücher da, aber ich gucke mich gerade um, was so interessant für mich wäre, ja, weil ich auch so Lust habe, mal wieder so ein Buch einfach zu nehmen. Also ich weiß nicht, welches es sein wird, aber mich packt so die Lust, mal wieder so einen Wälzer zu haben, ja, weil ich weiß, wenn man einmal drin klebt, dann klebt man ja wirklich drin. So, wir haben mit der, ist es eine 39 oder eine 30? Oh, hallo. Der Optiker hat mal gesagt, ich kann gucken wie ein Adler. Ich verstehe das bis heute nicht. Manchmal, ich gehe ja hin, weil ich irgendwas habe, ja. Entweder kurzsichtig oder weitsichtig. Aber immer, wenn ich den Test mache oder beim Augenarzt war, sie können gucken wie ein Adler. Und ich denke, bis aber bin ich gestört. An welchem Gehirn hapert es denn? Ja, der Spiegel, ich glaube, das ist eine 39, oder? Naja, viel mehr kann man ja auch nicht erkennen. Die 39 hätten wir die Quersumme 12 mit der Quatsch. Es ist eine 12 Quersumme 3, wäre es die Herrscherin aus dem Tarot. Etwas erkennen, anfangen, entstehen lassen, weiter pflegen, bis es zur Vollendung ist und Mehrwert bedarf. Das ist wichtig. Eine Herrscherin erschafft immer Sachen, die einen Mehrwert haben, ja. Das ist sozusagen, du kümmerst dich um dich selbst, weil du weißt, das fruchtet, das hält für lang, ja. Ich gehe mir selber auf den Sack hier. Einmal so einen Stock. Etwas für dich in die Hand nehmen, es dir nicht aus der Hand nehmen lassen, es weiterhin für dich genießen, weil du hier von dem überzeugt bist, dass es gut wird, ja? Du darfst für dich, ob als Mann oder Frau, spielt keine Rolle, für dich hier etwas nehmen, wo du überzeugt bist. Das ist so die weichere Seite von dir, ja? Du weißt, dass du in bestimmten Situationen etwas ganz gut kannst oder dass in dir irgendwas liegt, Talent, oder dass du dazu berechtigt bist, ohne ein schlechtes Gewissen haben zu müssen, irgendeine Sache zu tun, anzufangen, wie auch immer, ja. Der Spiegel zeigt dir vielleicht auf, wenn du reinguckst, genau da geht's für mich lang, ich bin jetzt bereit, ja. Oder du stellst mit dem Blick im Spiegel fest, geh einfach mal spontan hin, ohne auf dich zu achten, ja. Stehst du so, oder dein Blick, wie sieht der aus, traurig, hängende Augen, glanzlose Augen, irgendwas, ja, oder bist du mit deinem Spiegelbild zufrieden, dann ist es Zeit, hier aus der Quersumme, die ich genommen habe, mit der Herrscherin hier etwas zu verändern oder zu sagen, oh, ich befinde mich auf dem richtigen Wege, ich fühle mich wieder, ja, ich bin okay, so wie ich bin, vielleicht noch nicht hundertprozentig fertig, aber ich befinde mich auf dem Weg dahin und du machst so eine Kontrolle, wirklich mit deinem eigenen Spiegelbild jetzt, ja. Ich weiß, dass es ein bisschen anders gemeint ist, aber dein Spiegel zeigt dir hier nochmal so eine äußere Kontrolle auf, ja, und zeigt dir auch gleichzeitig innen, muss ich irgendwas ändern, laufe ich immer so krumm, sieht vielleicht auch gar nicht schön aus, was ich heute trage, oder Mensch, wie habe ich mich verändert, irgendwas Gutes hatte es, ja, aus der schwierigen Phase, woran bist du gewachsen? Irgendwas würdest du oder wirst du finden, ja? Jeder hat was Schönes, was man sofort sieht, wenn man in den Spiegel guckt.
Es sei denn, du hast natürlich einen Tag erwischt, wo du sagst so, oh nee, ey, komm. Aber die Tage gibt's, ja, da müsst ihr euch nicht schämen oder da müsst ihr auch nicht denken, ihr seid die Einzigen. Es gibt Tage, da erspart man sich den Gang zum Spiegel. Ja, ich sitze ja auch wie Frau Witwe Bolte mit meinem Knödelzopf. Aber bei mir war es auch so, nee, das würde mir jetzt zu lange dauern. Ich setze mich einfach ran, mir waren die Haare jetzt wurscht. Erschaffe deine Wirklichkeit. Och Mensch, das passt so sehr mit der Herrscherin, ja. Erschaffe deine Wirklichkeit. Gucke in den Spiegel. Das ist wie so ein Kontrollblick. Bin ich auf dem richtigen Weg? Was könnte ich machen? Ja, erschaffe deine Wirklichkeit. Finde ich schön. Finde ich schön, dass mich das hier nie so, dass ich immer so einen Schreck haben muss. Oh Gott, was sage ich denn jetzt dazu? Es ist immer wieder schön, sich selbst, auch wenn ihr mich total viel lobt, ja, aber es ist schön, wenn es auch von mir selbst rauskommt, dass ich so für mich in dem Moment sofort die Bestätigung kriege, weil ich brauche sie ja eigentlich nicht von euch, ja. Es ist schön, sie zu lesen, aber selbst wenn ich die Kommentare deaktivieren würde, ist es wichtig für mich, auf mich stolz zu sein, ja. In dem Moment kann ich das raussenden, versteht man mich damit, was ich sagen will? Und das meine ich, das finde ich schön. Guckt mal. Der Beginn, ja, vielleicht nehmt ihr den Herbst oder habt schon im Sommer angefangen mit eurem neuen Lebensweg hier. Ihr seid drauf, ihr seid hier in Erfindung. Ihr korrigiert euch immer wieder sozusagen vor dem Spiegel, auf dem Weg, ja. Hier hat ein neuer Zyklus angefangen und wenn du hier noch nicht irgendwas bejahen kannst, wird es vielleicht zu dem kommen, dass du dich doch traust, mal einen anderen Weg anzugehen, weil du dir auch denkst, ja, wie lange soll ich noch warten, ja? Mich ruft jemand, du kannst immer daran denken und glauben, dich ruft jemand. Du bist hier, um irgendwas zu machen. Also nutze die Zeit, auch wenn du alleine bist, aber nutze die Zeit dafür. Wer weiß, wen du dadurch wieder kennenlernst, ja, wen, welche Seelen sich da wieder auf dem Weg treffen. Oh! Zeige ich doch gerne. Ass der Kelche. Mega! Dieser Weg wird dir sehr viel Selbstwert, Selbstliebe, deinen eigenen Weg, deinen eigenen Wert auch vor allen Dingen wieder zurückbringen. Das ist alles mit Liebe geführt, ja? Du lässt dich oder gehst hier mit Liebe. Mit Liebe das Leben anders zu sehen, viel kostbarer, viel wertvoller. Mein Gott, was habe ich gelitten, denkst du dir vielleicht. Aber umso mehr kann ich es jetzt auch wieder genießen. Es ist nicht alles selbstverständlich. Vielleicht ist das auch nochmal so ein Wow, ja, was habe ich für ein Glück, dass ich das genießen darf. Guckt mal, was aus dir hier passiert. Wie eine kleine Herrscherin sozusagen, ähnlich vom Wert her, was ist denn hier mit mir passiert? Auch wenn du ein Mann bist. Du hast hier eine Kontrolle über dich bekommen, in allererster Linie über dich, die du vielleicht mal verloren hattest. Du bist hier sicher. Du hast hier eine Sicherheit bekommen. Du weißt, wenn du das machst, wirst du dahin kommen. Auch wenn dir probieren, andere Menschen hier irgendwas in den Weg zu packen, hast du immer noch diesen Modus, ich probiere es einfach, ja? Da hält mich ja keiner auf. Aber ich weiß, dass ich das möchte. Weil ich es mir wert bin, eventuell, ja, könnte rauskommen, der Satz. Na, du hast aber viel zu sprechen hier. So. Die Gründe dafür könnten gewesen sein, wenn du schon angefangen hast, dass du natürlich nicht wusstest, ist das richtig, was du jetzt anfängst oder nicht. Oder du befindest dich gerade hier im Zwiespalt. Ich habe schon Lust, aber ich weiß nicht wann und wie. Kommt alles, kommt, ja. Wir haben hier die Gerechtigkeit. Das kommt. Dir steht es zu. Vorhin habe ich gesagt, kein schlechtes Gewissen haben, dass du hier irgendwie was anfangen möchtest oder anders denkst oder anders fühlst, irgendwas anderes machst. Das ist die Gerechtigkeit, die zu dir zurückkommt, ja. Haben wir hier nochmal eine vage Energie, falls es für euch wichtig ist. Denn du musst jetzt mit dem Alten abschließen, um das Neue zu empfangen. Das ist wichtig. Du darfst dir aber auch aussuchen, welche alten Sachen du mit in deinen neuen Weg reinnimmst, ja. Auf dem Narrenweg sozusagen. Der Narr ist, ich denke wirklich immer so, beim Narr ist einfach auch die Obacht, wirklich Narren auch treffen zu können, ja. Beim Narrenweg ist auch die Vorsicht, benimm dich nicht wie ein Narr.
Das heißt, werd nicht übermütig, ja? Werd nicht übermütig, dass du wirklich die Klippen nicht mehr siehst und stürzen könntest. Aber du wirst hier einfach begleitet, ja? Du darfst sie hier oder hast das Privileg, schöne Sachen mitzunehmen und die alten, die lässt du einfach in der Phase hinter dir. Das ist die Gerechtigkeit. Und du wirst hier in die Transformation reinkommen. Das gilt wahrscheinlich wirklich der Königin der Kelche oder der Quersumme 3 von Herrscherin im Tarot, was wir vorhin gesagt haben mit dem Spiegel. Du machst hier eine Transformation durch. Du wirst dich hier weiterhin beobachten. Wann bist du mit dir zufrieden? Wo willst du hin? Wann bist du da angekommen? Wie lange brauchst du vielleicht dafür noch? Für mich ist das alles ein super gutes Anzeichen, ihr Lieben. Bin fertig. Also das ist ein Wandlungsweg, auf dem du dich befindest oder der noch reinkommt, ja? So könnte man das sagen. Alle Zweifel werden ausgeräumt werden, falls du meinst, du hast damit noch zu tun. Probier das in die Einheit zu bringen und dann denke ich, geht es vorwärts. Ja, ich glaube, dann, das ist hier so der schwierigste Prozess. Ich werde den mal nochmal auflösen, weil ich glaube, wenn du dann wirklich einig mit dir bist, dann rennst du los. Dann bist du wirklich auf dem Weg, ja, dann fängst du nochmal neu an und hast hier eine Idee, wo du hin möchtest. Die Zweideutigkeit, ach, die lag generell in den Gedanken, in den Umsetzungen, ja. Soll ich das umsetzen, soll ich es nicht, aber mit Ass der Schwerter kriegst du ja auch gleich den Abgleich und die Erlösung. Du, mach dir keine Gedanken mehr, das kommt so, wie es kommt, ja. Du musst gar nicht großartig nachdenken, welches wäre besser oder nicht. Du wirst die Energie und deinen Impuls merken, der dir sagt, genau das mache ich jetzt. Genau dafür stehe ich. Genau das mache ich, genau das ziehe ich durch. Das wird mein Weg sein. Für dich ist gesprochen, gesprochen, ja. Komme, was wolle. Gesprochen. Du bist hier dein eigener Richter in diesem Fall. Ihr Lieben, habt einen schönen Tag. Danke fürs Einschalten. Mua. Bleibt gesund, wie immer. Ich muss noch einmal Liebe sprühen für euch alle. Sind immer auch schön. Oh, die Glocke. Sind auch immer alle schön hier mit Liebe. Also die Karten haben wirklich nur Liebe. Auch wenn ich rumtotter, aber die Karten, die haben wirklich nur Liebe in sich. Die werden ja fast täglich angesprüht. So. Was guckt ihr mir eigentlich immer beim Aufräumen zu? Weil könnt ihr auch mal netter sein und Feuer ausschalten. Qigong.